Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich habe vorhin in der letzten Folge noch nicht gespeichert. Ich wollte jetzt hier mal reingehen und gucken, ob wir Torus finden. Hier sind auf jeden Fall ein paar Pulte. Drei Pulte. Fangen wir hier mal an. Das kenne ich schon. Okay, nichts Neues. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Altes Wissen. 19 haben wir jetzt. Nice. Hier steht was über Alchemie. Und Alchemie 51. Perfekt. Okay, aber Torus habe ich jetzt noch nicht gefunden. Der müsste... Siehst du, der sei hier irgendwo. Aber wo? Halt! Keinen Schritt weiter! Ich wollte auch nicht zu dir da rein. Das haben die Moor selbst zu verantworten. Darf ich hier runter? Ich sag's nicht nochmal. Raus jetzt! So nicht. Da! Das bringt mich. Da! Ja! Verschwinde von hier! Ach, hier. Du schon wieder. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Ich erinnere mich, dein Name ist Torus. Ich erinnere mich. Dein Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Und damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrtana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um, ist das klar? Du bist der Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Also entspann dich erstmal. Entspann dich. Alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Die Orks lassen sich von dir einen Menschen kommandieren? Was? So, da bin ich wieder. Das Spiel ist mir kurz abgestürzt. So, das war die letzte Frage, die wir jetzt gemacht hatten. So, die Orks lassen sich von dir einem Menschen kommandieren? Ich hoffe, du stürzt jetzt nicht wieder ab. Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. So, erzähl mir mehr über die Stadt. Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Oh nein, bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle
würde ich nicht da rausgehen. Töte die hinterlistigen Urgar des Waldes. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. So, okay. Wie laufen die Ausgrabungen? Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Und was gibt es auf den Höfen? Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Okay. So, als das abgestürzt war, hatte ich ja vorhin, das kann ich jetzt einmal kurz erzählen, hier nochmal geladen. Und dieses Mal bin ich nicht darunter gegangen, um zu klauen. Diesmal habe ich das mal sein lassen. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich will da auch nicht rein, ich will nur den Weg wieder zurück, von wo ich gekommen bin. Ja, das ruckelt aber auch sehr viel. So, speicher noch einmal. So, dann gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Da sehe ich auf diesen Wölfe. Ich hoffe, mit Wenzels Schwert schaffen wir die leichter. Oh. Okay. Ist doch keine gute Idee gewesen. Ich hasse aber auch die Wölfe, weil die immer im Rudel sind. So, ich wollte aber, glaube ich, noch mal in Stärke investieren. Wir hatten noch nichts gelernt, ne? Wir haben die 10 Lernpunkte, glaube ich, noch. Ja, die haben wir noch. Dann gehen wir lieber ganz normal den Weg hier zurück. So. Der andere Weg wäre nach Geldern und nach Braga. Und nach Sylden wäre der eine Weg auch noch. So wie ich das sehe. Aber nach Wolfsklan, Hammerklan, Kloster und Feuerklan sehe ich keinen Weg. Also, es wird auch schon langsam wieder dunkel. Hier, die lasse ich auch mal in Ruhe. Die werden mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig. So, die Flammenbeere will ich haben. Ah ja, und wir können noch mal kurz gucken. Hab ich hier noch mal etwas für die Fähigkeiten eingesammelt? Ja, habe ich hier. Herrscherkraut. Und den hier auch noch. So, aber das war's dann, glaube ich. Gibt es eigentlich auch noch einen besseren Helm? Als diesen Lederhelm? Ist zwar hübsch mit den Hörnern, aber ich hätte wirklich gerne lieber was Besseres. Ich glaube, ich lebe mir bei denen mal schlafen, damit es wieder hell wird. Hört bloß auf mit der Scheiße. So,
Oder Ben? Wir waren gerade am Reden. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Hier, Derek? Ist das dein Ernst? Zeig mir deine Ware. Ja, klar. Du hast gut reden. Vollschild kann ich auch noch verkaufen. Am besten erledigst du das selbst. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, das kann ich auch noch verkaufen. Brauchen wir ja nicht. Und den Schürhaken. Annehmen. Ach, hör doch auf. So, leg ich mir mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Ich glaub dir kein Wort. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Wie viel Geld haben wir jetzt insgesamt? 1755. Hör doch auf. Und wie viel Diebestalent haben wir? Diebeskunst 12. Ich würde das gar nicht beachten. Alchemie 51. Ich höre hier Drachensnapper. Nicht Drachensnapper, normale Snapper. Frag mich, sind wir eigentlich mit dem Schwert jetzt vielleicht doch in der Wofürten? Genau, die Richtung wollte ich. Genau. Obwohl, ne? Hier. Wenzel bringen wir sein Schwert noch nicht wieder. Den behalten wir erstmal. Das ist doch der Weg, den ich wollte. Ich wollte nach Montera nochmal. Was gibt's denn hier in den Ruinen? Vielleicht ist hier noch irgendwas. Außer die Zauberwurzel und die Heilpflanze hier. Na komm, 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 beweg dich. Okay, hier ist sonst gar nichts. Ich würde aber jetzt vielleicht doch nochmal versuchen wollen, in der Arena anzutreten. Sind ja auch Erfahrungspunkte. Und aber erstmal bei irgendwem hier da nochmal Stärke skillen. Nochmal ein bisschen auf Stärke gehen. Oder wir können mal auf Jagdgeschick gehen. Ne, ich glaube, Stärke macht für den Anfang erstmal mehr Sinn, weil wir sehr viel auf Nahkampf gehen. Wer konnte mir Stärke beibringen? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Also hier. Das hätte ich dir vorher sagen können. Du siehst durstig aus, Fremder. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Erzähl mir was über diese Stadt. Erzähl mir was über diese Stadt. Montera ist eine Handelsstadt und, wie soll das auch anders sein, von den Orks besetzt. Doch die Orks halten sich hauptsächlich im Innern der Burg auf. In den äußeren Bezirken von Montera herrschen die Söldner der Orks. Hier ist das Händlerviertel der Stadt. Doch erwarte nicht zu viel. Seit die Orks die ganze Stadt umgraben, verirren sich nur noch sehr wenige Händler nach Montera. Okay, wie kommst du mit den Söldnern zurecht? Wie kommst du mit den Söldnern zurecht? Nun, es geht. Marek ist der Anführer der Truppe.
Wenn die Jungs irgendwelchen Mist bauen, haut Marek ihnen auf die Finger. Mhm. Wer führt die Orks in dieser Stadt? Wer führt die Orks an in dieser Stadt? Sein Name ist Varek. Bisher habe selbst ich ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. Er ist bisher noch nie aus dem inneren Burghof herausgekommen. Mhm. Wo gibt es hier was zu holen? Ein Kämpfer, wie du, sollte sich den Söldnern anschließen. Das ist wahrscheinlich das Beste für dich und bringt eine Menge Geld. Die wahren Bonzen der Stadt sind natürlich die Orks. Dazu müsstest du allerdings im Innern der Burg von den Orks geduldet werden. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungen. Überall, wo die Ruinen des alten Volkes noch stehen, buddeln die Orks alles aus, was sie finden können. Falls der Geier, was sie suchen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile in fast jeder Stadt solche Ausgrabungen gibt. Okay. Hat zwar jetzt ein bisschen Gold gekostet, aber... Der letzte Scheiß. Aber naja. Ich hatte zumindest gehofft, dass wir vielleicht... ja, irgendwie mehr Informationen bekommen oder so. Also... was Neues. So, warte mal. Inventar. So, wo hatten wir das mit der Krankheitsheilung? Was ist das? Behält, heilt das anvisierte Ziel vollständig. Ah, okay. Ne, ich will Krankheit heilen. So, speichere ich jetzt. Und dann reden wir mit Ashton. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. So. Aber jetzt erstmal will ich suchen, wer mich nochmal in Stärke unterrichten kann. Wer war denn das? Ich glaube, Bernhard war das, oder? Wo war Bernhard nochmal? Na, Montera wirkt aber auf mich, als wäre das auch eine echte Stadt. Treles war mir viel zu klein. Ich glaube, hier war Bernhard irgendwo. Stör mich nicht! Ne, Bradley. Bradley hieß er. Gab's hier niemand? Und Sanford? Glaubst du wirklich? Hier sind deine Weizensäcke. Alles klar, aber ich brauche 15 davon. Geh und hol den Rest. Ah, hier. Marek. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut. Weiter so. So. Null Lernpunkte noch. So, das können wir nochmal speichern. Wie viel haben wir jetzt? Stärke 185. Dann treten wir mal gegen den ersten an. Wir haben ein bisschen besseres Schwert, ein bisschen bessere Rüstung. Und sind auch ein kleines bisschen stärker. Das heißt, den ersten können wir hier angreifen. Vielleicht Ugo. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Komm her, Bürschchen! Da! Da! Oh! Au! 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 Oh! Meine Deckung! Komm noch ein bisschen. So macht man das. So. Den haben wir. Nehme ich auch wieder alles?
Wo ist sein Schild? Da. Schädelschild. Warten wir nochmal auf ihn. Den ersten haben wir. Oh, mein Kopf! Ist der Kopf noch dran? Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Bring mir was über das Dieb. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, okay, bei ihm kann ich das auch alles lernen. Klar, warum nicht? Okay, speichern wir und dann treten wir gegen den nächsten. Man muss eben aufpassen, was das so, wer wäre der nächste? Goose. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Du solltest meinen Rat annehmen. Komm her! Ich glaube, der kann nicht auf deine Deckung! Lass dir das nicht bieten! Da! Komm schon! Den schaffst du! So, was hat er denn? Ein Bastardschwert. So, das nehmen wir auch mit, Heilpflanze. Dann reden wir nochmal mit Goose. Ich glaube, daran lag es, wegen der Ausdauer auch. Jetzt regeneriert sich die Ausdauer sehr viel schneller. Goose, komm, steh auf. Wir sprechen uns noch. Alles noch dran? Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. Einige Dinge nice. Werden sich niemals öffnen. So. Dan wäre der Nächste. Ich speichere mal. Den ich jetzt gegen den ich kämpfen will. Steig mit mir in die Arena. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Komm her! Oh. Ah, verdammt. Oh. Okay, der ist ein bisschen schwieriger. So. Nice, stellt nochmal plus 1. So. Jetzt können wir nochmal futtern. Dann gehört sein Sklave gleich uns. Beim nächsten Mal kommst du. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. So, was mit deinem Preis? Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Okay, nice. So, wer fehlt noch? Goose, Dan und Ugo hatten wir. Wenn er so weitermacht, ich hab damit kein Problem. Kedo. Kämpfe mit mir. Also dann, ich würde das wir gar nicht sehen machen. Uns in der Arena. Besiege Kedo in der Arena. Und es kommt noch schlimmer. Dann zack. Oh, da! Ich weiß, Mann, ich weiß. Oh, oh, Deckung, oh, das nicht bieten. Als ob ich nicht schon. Oh, da! Oh. Komm schon, den schaffst du. Komm, ein Schlag. So, seine Bartaxt nehmen wir mit. So, was hat er hier? Ausdauertrank. Okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was futtern. Als wenn das so einfach wäre. So, Fedor, der auch. Der da ist der Nächste. Mein Kopf. Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. Nice. So, nochmal speichern. Also,
Wer fehlt noch? Abgesehen von Ashton. Dan haben wir. Hugo haben wir. Orkschlechter? Warum nicht? Fedor haben wir. Wer fehlt denn noch? Ich glaube, es ist nur wirklich Ashton. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Schlimm genug, wie es ist. Dann kämpf mit mir. Dann kämpf mit mir. Langsam, Bürschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich würde das ich steige gar nicht erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Aber ich, mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Mach dich bereit, großer Champion. Ja, was du jetzt hören? Gibt's nur noch uns noch beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Ja. Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Wie siege den Champion Ashton in der Arena? Vielleicht esse ich nochmal kurz was? Du erledigst das selbst. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Ich muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Den Stich auf deine Deckung! Der ist ein bisschen schwieriger. Für mich geht's gerade, zumindest. Obwohl, dieselbe Strategie wie... Er hat nur ein bisschen mehr Lebenspunkte, glaube ich. Und das heißt... So, seine Bartaxt nehmen wir mit. Das hat er hier, Heiltrank, Wein und Münzen. So, haben wir alle besiegt, glaube ich. Sind wir jetzt hier der Champion? Warte mal, wenn ich hier jetzt gucke. Montera 62, ist so gut. Scheiße, tut das weh. Wer ist jetzt der Champion? Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ach, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Nice. So, was ist jetzt mein Ruf hier? Immer noch 62, okay. Pokers Riedenstein, sobald... Sobota will Dance Sklaven. Machen wir mal. Das speichere ich jetzt. Wo ist ein Dance Sklave? Da. Du arbeitest wieder für Sobota. Du arbeitest wieder für Sobota. Wenn du das sagst... Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Solltest meinen Rat annehmen. Man muss eben wir aufpassen. Das gibt doch nur wieder Champion. Was? Wo war so Bota nochmal? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Sogar? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Na, hier war er nicht. Wo war Sobota? Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Ah, hier, hier. Da war's. Ich würde das gar nicht machen. So, wo ist er jetzt? Da. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Du bist gut. Hab nicht einen Moment daran gezweifelt. Hier dein Lohn. Nice, nochmal. So, was ist mit ihm? Ich kann nicht mehr. So, gucken wir mal. Sobota will Torex-Sklaven wieder haben. Erzähl mir über deine verlorenen Sklaven. Einer meiner Sklaven arbeitet nun für den Orkschmied. Marik hat ihn bei dem dicken Ork für den Putzdienst eingeteilt. Er ist mein Eigentum, ich will ihn zurück. Wo ist der Schmied? Nochmal, der war doch hier irgendwo in der Nähe. Oder dort?
Wo war der Schmied nochmal? Da hinten. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Reden wir mit ihm. Der. Ich denk darüber nach. So, Torek. Worauf wartest du denn noch? Letzte Scheiße. Ork. Krieger. Torek-Sklave. Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Auch gut. Ich bring dich weg. Gut. Hey, bleib stehen, du Mistkerl! Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Ich bezahl dir den Burschen. Erstmal bezahlst du mir deine Dreistigkeit, dich zu bestehlen. Gib mir 1000 Goldmünzen. Die Sache ist vergessen. Ach, Alter. Kann ich speichern? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ich will das Geld. Ich hab das Gold nicht. Na schön. Dann wirst du eben ab jetzt für mich arbeiten. Aber nicht nur den Boden schrubben, mein Freundchen. Das wäre zu einfach. Du wirst mir innerhalb von 2 Tagen 5 magische Herzstücke für meine Schmiede besorgen. Und wehe, du bist nicht pünktlich. Dann wirst du die Stadt nicht mehr lebend verlassen. Klar? Das sagst du. Zorik will magische Herz für seine Schmiede. Was, wenn wir das nicht machen? Wo kriege ich jetzt magisches Erz her? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Möglich ist alles. Achso, hier. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Torek-Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremder. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deinen Lohn erhältst du auch sofort. Torek will magisches Erz für seine Schmiede. Wo bin ich Erz, magisches Erz hier? Warte mal, was ist mein Buch hier jetzt? Immer noch 62, okay. Wo finde ich magisches Erz? Gibt's hier magisches Erz? Nö. Ich würde den ungern jetzt schon verprügeln dahin, weil ich dann weiß, die ganze Stadt ist hinter mir her. Hör bloß auf mit der Scheiße. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht jetzt besser. Ich habe keine Ahnung. Haben wieder 10 Lernpunkte. Ich würde vielleicht doch mal ein bisschen in diebisches Talent auch noch investieren. Beziehungsweise in Rausreden. Rausreden scheint mir wichtig zu sein. Weil wir, so oft wie wir klauen, müssen wir uns so oft hier irgendwo rausreden. Dann würde ich lieber da mal investieren. Wow, du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Möglich ist alles. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Mich rausreden? Dazu bist du noch nicht bereit. Machen wir das. Gut. Nur weiter so. Jetzt hat wieder 0 Lernpunkte. Wie sieht's jetzt hier ich aus? Ich würde das gar nicht beachten. Diebeskunst 22. Glaubst du wirklich? Aber es fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Für die nächsten Lernpunkte. Ich hab damit kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich magisches Erz? Und ich habe hier noch andere Quests.
Vertreibe die müden Söldner vom Treffpunkt der Rebe. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das ist zu einfach. Ja, du weißt, seit einigen Tagen lohnt so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Wo ist er? Auf dem Hügel südlich von Monterra. Dort steht eine alte Turmruine. Südlich von Monterra. Bei der alten Turmruine. Vielleicht kriegen wir auch da Erz. So, suchen wir das mal. Denn wenn wir denen helfen, ich bin ja auf der Seite noch von den Rebellen. So, dann ist hier hinten irgendwo eine Turmruine. Die wir befreien wollen, müssen, können, wie auch immer. Da. Ja, das ist Monterra selbst, okay. Das ist Monterra selber. Aber wo ist dann die Turmruine? Oder meint er da hinten, da oben? Wo die Banditen sind. Muss ich gegen die Banditen kämpfen? Wollen wir das mal riskieren? Ich speichere einmal. Das sind auf jeden Fall sehr viele Erfahrungspunkte hier. Die da chillen. Auf uns warten. Und ich weiß nicht, ob wir da hoch können. Dir werde ich zeigen! Ja, machen wir so. Einen nach dem anderen. Bleib stehen! Kommt er? So, nehmen wir alles mit. Okay, wenn wir nicht erkrankt sind und die Ausdauer funktioniert, ist das deutlich angenehmer, einfacher. Ich mach dich fertig. Oh, toll. Wir sollen ein bisschen näher kommen. Der soll runterkommen. So, normalen Bogen. Was hat er sonst? Also rein theoretisch, glaube ich, können wir die alle platt machen. Oh. Tja, was willst du hören? War doch nie anders. Wie viele Pfeile liegen hier sonst noch rum? Hier ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Na warte, Bürschchen! Okay, einer jetzt mit Schwert. Bleib stehen! Ich warte auf dich. So.
Der Held hat irgendwie eine Allergie, glaube ich. Jetzt wirst du bluten. Was hat der denn für eine Rüstung? Schwerer Bandit. Sogar verdienen. Okay, aber wir müssen jetzt was essen. Und nochmal speichern. Das sind hier noch 2, 4, 6. Und dann da hinten auch nochmal ein Tor. Harnischkraut. Ah, okay. Dann weiß ich, wo wir sind. Ich mach dich fertig. Okay, jetzt gegen zwei. Könnte noch spannend werden. Bleib stehen. Da! Ah! Ah! Da! So, haben wir beide erledigt. Nehmen wir alles mit. Die Hellebarde nehmen wir noch mit. Haben die noch irgendwas fallen lassen? Oh, hier ist noch eine Truhe. Und eine Hase. Kriegen wir das auf? Abgebrochen. 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 Okay, das kriegen wir nicht auf. So, aber wir essen noch mal was. Dann will ich hier oben den nächsten anlocken. Bleib stehen! Ja, komm. Die sind ja einfach. Waldbeere. Ich hab damit. Jetzt wirst du was erleben. Okay, den locken wir auch runter. Wo ist er denn? Da. Der hat den Weg genommen, okay. Der mit seinem schweren Ast. So, hat der sonst noch was? Den. So, nochmal speichern. Ich mach dich fertig. Ich finde es interessant, dass der mich gesehen hat. Bleib stehen. Ich stehe doch. So. Er kämpft mit einem rostigen Schwert. Ich reiß dir den Kopf ab. Oh.
Er soll bitte hinterherkommen. Noch ein bisschen. So, das geht. Der hat doch gerade irgendwas fallen lassen. Nochmal kurz speichern. So, da haben wir nochmal 4. Jetzt wirst du bluten. Ich glaube, hier hinten können wir den erledigen. Ja, ich bin doch. Ich stehe doch. Ich weiß nicht, was du hast. Bade nehmen wir mit. So, kann ich hier noch ein bisschen braten? Nur 3? Ich habe jetzt gedacht, wir hätten mehr. Aber dann ist es so. So, nochmal speichern und den nächsten anlocken. Ich hätte auch kein Problem, wenn jetzt 2 gleichzeitig kommen würden. Dir werde ich helfen. Ach, da sind noch mal ein paar. Haben wir. Bleib stehen! Ja, komm. Hier ist sogar eine Truhe. Der gab 100. Und der hat hier einen Eintopf. Was ist denn eine Truhe? 2 Truhen sogar. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So, wer kommt als nächstes? Jetzt bist du dran. Okay, der. Mit seiner Nagelkeule. Bleib stehen. Stachelkeule. Aber die machen wenig Schaden. Sind die wirklich so gut gerüstet oder sind die einfach nur so schwach? Jetzt wirst du was erleben! Au! So, nehmen wir auch mal alles mit. Da ist die Hellebarde. Und den nächsten auch noch. Ich mach dich fertig. Also ich glaube, gegen die Wachen am Höhleneingang werde ich wohl gegen beide gleichzeitig kämpfen müssen. Ich finde es aber lustig, wie die hier am Fliegen sind. So. Aber ich esse nochmal eben. Nochmal ein Stück Fleisch. Na warte, Bürschchen! Einer mit einer Armbrust. Na super. Bleib stehen! Ah!
Okay, der hat sich da oben festgepackt. Aber ey, wir haben wieder neue Waffen. So, den looten wir auch nochmal. Seine helle Bade. Dann können wir nochmal ein bisschen was futtern. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal in die Höhle rein. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.